Kommen wir nun zum nächsten Abschnitt der Äquivalenz von Formeln. Dazu schauen wir uns ein kleines motivierendes Beispiel an. Und zwar betrachten wir die zwei boolschen Formeln a impliziert b und die Formel nicht a oder b. Ja, wenn wir diese Formel von links nach rechts Symbol für Symbol vergleichen, sieht man natürlich direkt, dass die Formeln nicht übereinstimmen. Wenn wir uns aber mal die Wahrheitstafeln von den beiden Formeln anschauen, dann passiert etwas Interessantes. Ich habe an dieser Stelle schon mal die Wahrheitstabelle vorbereitet und ich würde empfehlen, das Video an der Stelle kurz zu stoppen und selber mal zu versuchen, diese Tabelle auszufüllen. Ja, nun zur Lösung des Ganzen. Also die Implikation, die hatten wir direkt definiert. Das können wir ausfüllen als 1, 1, 0, 1. Nicht a können wir ausfüllen, indem wir die a-Spalte negieren. 1, 1, 0, 0. Und dann müssen wir nicht a oder verknüpfen mit b. Das heißt, hier haben wir mindestens eine 1. Hier haben wir beides mal 0, also kommt auch eine 0 raus. Und hier haben wir eine 1 beim b. Und wir sehen jetzt auch direkt, was ich angedeutet hatte, der Wahrheitsverlauf von diesen beiden Formeln ist tatsächlich der gleiche, obwohl die Formeln Symbol für Symbol gelesen, man sagt auch syntaktisch, verschieden sind. Und diese Idee des gleichen Wahrheitstabellenverlaufs, die wollen wir in der nächsten Definition festhalten. Und das ist tatsächlich die allererste Definition in unserer Vorlesung. Die bekommt die Nummer 1,1. Und die Definition sagt Folgendes aus. Und zwar heißen zwei Formeln, nennen wir sie f und g, äquivalent, dafür führen wir noch eine Bezeichnung ein, ein Zeichen schreiben wir dann f ist äquivalent zu g mit diesen drei Strichen. Wenn sie bei jeder Belegung der Aussagevariablen den gleichen Wahrheitswert haben. Ja, man könnte diesen ganzen Sachverhalt auch etwas anders ausdrücken und das folgendermaßen beschreiben, dass die Formel, das hier war f im obigen Beispiel, genau dann wahr ist, wenn die andere Formel, die Formel g, das war diese hier im obigen Beispiel, wahr ist. Ja? Immer wenn eine 1 hier dran steht, steht auch auf der anderen Seite eine 1 und umgekehrt. Halten wir diese Beobachtung in einer kleinen Bemerkung kurz fest. Und wir versuchen das jetzt mal mathematisch direkt aufzuschreiben. Und zwar sagen wir, f ist äquivalent zu g, genau dann, wenn f mit g via dem genau dann, wenn Junktor verknüpft, eine Tautologie ist. Ja, über diese Bemerkung sollten Sie vielleicht kurz nachdenken. Als kleine Hilfe hierzu eine Erinnerung. Wir hatten die Wahrheitstafel für f genau dann, wenn g wie folgt definiert. Und wir sehen jetzt, der Wert ist 1, wenn beide Belegungen für f und g den gleichen Wert haben. Zukünftig wollen wir
uns etwas Schreibaufwand sparen und anstatt genau dann, wenn, wollen wir eine Abkürzung hierfür einführen. Und zwar schreiben wir dann diesen Doppelpfeil. Der erinnert natürlich ganz stark auch an den Junktor-Doppelpfeil. Das heißt, wir würden dann in Kurzform schreiben, f ist äquivalent zu g, genau dann, wenn diese Boolesche Formel eine Tautologie ist.